Hallo ihr Leute und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge State of Decay, wieder mit dabei der Shoninja. Hallo. Er hat gerade hier mal wieder das solche. Was hast du eigentlich für eine Waffe, dass du so ein Damage machst? Na gut, aber wir haben ja auch noch kaum solchen Herzen besiegt. Die solchen Herzen werden ja stärker, je weniger man bekämpft hat. Okay. Das ist eine AK-47. Ohne Mod. Kranker Shit. Da muss ich doch mal ein bisschen meinen. Okay, hier draußen sind so viele Seuchenproben. Ja, sobald das Ding kaputt geht. Na, auch hier draußen die Viecher, die wir alle ja umgerannt haben. Das hat jetzt aber keine Herzen drin, scheinbar. Die habe ich, glaube ich, gerade genommen. Achso. Habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber ich glaube, ich habe sie gerade genommen. Ein Hunter-Set. Eine Mod für eine Kampftrainingsanlage. Eigentlich, der Ort ist nicht sicher. Ich wollte gerade gucken, was es kostet, hier diesen Dings einzunehmen. Sonst könnte ich auch einfach hier das Lager einnehmen. Das wäre natürlich so auch eine nice Sache. Aber es kostet zu viel, oder? Weiß ich noch nicht. Ich sehe es nicht, weil der Ort nicht sicher ist. Ah, jetzt sehe ich es. 400. Das ist auf jeden Fall aber ich brauche ihn halt nicht. Aber wir könnten auf jeden Fall das ganze Zeug dann hier kurz reinpacken. Es ist ziemlich weit weg. Das heißt, wir haben dann mal wieder einen neuen Stützpunkt irgendwo, das wäre schon nicht verkehrt. Okay, this outpost is good to go. Na gut. Hast du gekauft? Ja. Aber ich werde ihn hinterher wieder verkaufen. Das mache ich jetzt nur, damit wir das Zeug hier reinladen können. Okay. Aber hier kann ich die Dings nicht abladen, war dieses Medikamentenpack. Das Backpack. Nee, das leider nicht. Nur, nee, das geht nur okay. In der Base. Von 5, ich sehe aber keine weiteren. Draußen könnte vielleicht noch was sein, auf der Terrasse, ja. Achso, ich habe auch noch zwei Container hier. Angeblich. Can anyone hear me? I could really use some help out here. Steht jemand im Weg? Nee, zwei. Mist. 7 62er Patronen bräuchte ich auf jeden Fall mal. Ich kann ja gleich mal gucken. Achso, muss ich ja meine beiden Kisten noch finden, die irgendwo sein müssen. Eins war draußen, die Propangasflasche, glaube ich. Hier wollen wir was untersuchen, ja. So ein kleines Mini-Ding. Achso, ich könnte mal mit einem Bolzen rumlaufen. Ich habe so viele Bolzen. In der Armbrust, weil dann kriegt man ja auch mehr solchen Herzen. Und es gibt noch einen Erfolg. Dann kriegst du mehr solchen Herzen? Ja, wenn man einen Zombie mit einer Armbrust tötet, ist die Chance auf ein solchen Herz größer. Auf einer solchen Probe, meinst du? Solchen Probe, genau. Ah ja. Solchen Herzen wäre übel. Oh, der Zombie tot, solchen Herz gespawnt. Oh, meine Waffe ist auch schon beschädigt. So, was brauchst du für Muni? 7,62er hieß die, glaube ich. Habe ich auch noch 40 Stück davon, aber ich kann dir gerne packen. Nee, behalte ruhig, alles gut. Ich habe jetzt die Armbrust drin. So, aber wenn wir jetzt hier ein Lager haben, dann würde ich sagen, dann lass uns hier mal die umliegenden Häuser wenigstens mal. Na, vor allem kannst du mal dein Dings ausleeren, dein Kofferraum. Nee, da im Kofferraum habe ich ja nur die Packs drin. Ach so. Und die gehen ja leider nicht. Dann packe ich mal mein Pack mit in deinen Kofferraum, ne? Der so, Vorteil von meinem Wagen ist, dass er ja so viel Platz hat, ja. Da passt extrem viel rein, ja, das stimmt. Dafür ist er langsam. Och, kannst trotzdem fahren damit. Ja, aber im Vergleich zu dir, wenn wir ein Rennen machen würden, würde es mich sofort abziehen. Das ist doch schön friedlich gerade alles. Behälter mit Chemikalien, aber ich sehe das Bild nicht. So, habe ich eigentlich eine Funktion? Kann ich von hier irgendwas machen in der Basis? Kommandozentrale, eine Aufwertung. Wissen über Strom fehlt mir. Wissen über Computer und Strom. Ich wollte doch gerne meine Dings machen hier. Neue Territorien erforschen. So, gibt's denn hier irgendwo Strom in der Nähe? Picknickunterschlupf, nein. Ach, hier unten, das Hotel, hattest du vorhin gemeint, ja? Motel. Ja. Das
Wäre schön, wenn es ein richtiges Hotel gäbe. Mit 20.000 Stockwerken. Aber ich kann mir gut vorstellen, warum sie das nicht gemacht haben, weil fast jedes Zombie-Spiel so anfängt. Ja, ist ja auch richtig so. Kennst du diese Dead Rising Staffel? Das waren ja super geile Spiele. Naja. Außenposten beansprucht werden, ein Außenposten-Slot. Und du suchst die Überlebensaktivität beim Tartanmarkt. Ey, sag nicht, dass ich jetzt hier schon wieder eine Quest habe. Für da, wo die Tankstelle gerade war. Ja. Ja. Gleich wieder ein neues solchen Herz. Ich geh mal ein bisschen das Zeltlager abchecken. Das ist ein Behälter für dich. Drei Behälter für dich. Dass mir die Zombies jetzt nicht mehr sieht, finde ich übel. Ja, das macht alles ein bisschen schwieriger, ne? Ja, vor allem, wenn man so ein Seuchenherz angreift, dann hat man ja sonst immer gleich 1000 Punkte um einen gesehen. Das hat man ja jetzt gar nicht mehr. Dann soll man ein bisschen unvorsichtiger sein anscheinend. Oder werden, wenn man das nicht so richtig sieht. Oder vorsichtiger, weil du es kalkulieren musst. Da kommt ein Zombie auf dich zu? Das ist mein Haus hier. Aber du bist ja gar nicht. Du bist ja mega weit weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Skills schneller steigen. Ja, vielleicht waren wir auch immer schon kurz vor den Leveln gewesen. Ah ja, apropos, eine Spezialisierung habe ich glaube ich auch beim Kämpfen. Okay, bei der Spezialisierung steht jetzt eins, das ist weiß und eins, das ist gelb. Ja, das Gelbe ist glaube ich immer das Bessere. Oder habe ich das andere schon mal upgegradet? Verbessert die Stabilität, Geschossrichtung und Zerstückelung. Ich habe übrigens mitgekriegt, als ich die Zombies gekillt habe, das Seuchenherz angegriffen habe. Wenn man rennt, macht man jetzt auch irgendwelche neuen Moves. So, na dann würde ich sagen, hier die Quest mal kurz an der Tankstelle angucken. Ansonsten wäre Strom ziemlich nice. Mhm. Und ah, hier ist ein Seuchenherz. Wäre Strom ziemlich nice und was noch? Das ist immer eine Seuchenprobe. Hör auf jeden Fall zusammen, das ist ein Seuchenherz. Dann denke ich immer gleich, oh verdammt, ich bin hier schnell weg. Das sieht man ja auf der Karte. Na. Was wollte ich sagen? Strom? Oh. Ich bin voll in den Bus reingefahren, weil ich irgendwie nur auf dich geguckt habe, wie du den Zombie weggeschossen hast. Delfina. Ich habe ihn leider nicht getroffen. Hab's gesehen. Alter, wie sind das? Keiner mehr. Delfina. Was ein Name. Beschütze Delfina, während sie sammelt. Alter, wie viele Leute wollen hier diese Tankstelle ausplündern? Vor allem, die haben wir da schon geplündert, die ist leer. Ja, eben. Kommst du hier? Ich soll da auch ein Fenster. Oh. Die sollst ja, plündern und nicht helfen, Alter. Naja. Oh, wo ist er? Alter, voll den Kopf weggeschmissen. Ah, lädt die nach Ewigkeiten. Okay, ich habe auch wieder eine Spezialisierung. Komm mal da schnell in den Schatten. Ich will, dass er hinfällt, aber es klappt nicht. Oh, Gott, hinter mir. Oh, hinter mir auch. Gepanzerte Zombies. Hm. Bei mir auch. Und danach muss ich den Charakter mal wechseln. Ich wurde müde. 6 Sekunden. Ah, cool.
Ja, einer kommt noch, ein dicker. Kleiner, dicker. Ja, klar, respawn hier einfach drinnen. Draußen kommen welche. Ja, das mit dem Respawn ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir sind gerade alle rausgelaufen und drinnen war jetzt auf einmal sogar ein Schreier. So, gibt's Belohnung? 25 Einfluss, naja. Ah ne, und hier ist Sprit. Brauchst du Sprit? Paket mit Premium-Benzinkanister. Nimm ich. Kann nicht schaden. Wo ist mein Auto? Ach da. Alter, wie voll das ist. Leichten Bolt. Du hast mit der Armus voll geschossen? Ja. Hier ist ein leichter Bolzen. Hier ist ein Seuchenherz. Seuchenprobe oder Seuchenherz? Herz, aber... Ich würde sagen, lass uns mal zurück. Ach, hast du genug Sprit? Ich habe noch genug Sprit, ja. Okay. Bin fast voll, ich habe ja vorhin nachgefüllt. Ich habe nur noch 55%, aber das sollte reichen. Ja. Du hast eine mehr, oh Gott, ich kann schon nicht mehr lesen. Wie viele? Macht mir meine Tür kaputt, die Sau. Okay, ich muss weiter in meinen Wagen. Hat zu viel abgekriegt. Ja, ich nehme mal kurz die Seuchenprobe mit und dann komme ich hinterher. Achso, dann warte ich. Ne, mach ruhig, ist okay. Ich bin eh schneller. Nee, du. Ja, das hat einen großen Radius. Das geht schon. Ich mecker schon, wenn er meckert. Ich war langsam. Die Frage so bist du. Bin ein bisschen oder? Langsamer. Langsamer? Langsamer, weil mein Wagen ja demoliert ist. Fast gegen den Mast gefahren. Vorsicht, Final Destination Truck. Was, Final Destination Truck? Finde und rette Joey. Komm, das können wir mal mitnehmen. Das liegt auf dem Weg. Ja, Fight in Destination 3 war doch das mit der Autobahn. Und da ist halt so ein Truck mit so Holztransport. Ach, ja. Okay, viele Zombies. Sieht aber cool aus. Vor allem schön gelegen. Oh Gott. Der Nachteil in unserer jetzigen Stadt ist, dass sie... Ich geh mal im Auto fahren, ne? Wow. Alles gut? Ja. Ich hab dich gerade leider umgekarrt. Hat Schaden gemacht. Ja. Ich hab keine Ausdauer mehr. Okay, ich steige aus. Hier ist einer drin, wa? Was mit dem? Nicht, dass der wieder anfängt zu schießen, der Gegner. Sure gave us a scare. Come on, I'll take you home. Shit, I owe you one. No problem at all. Vor allem, was ist das für ein Quest? Begleitet Juju die fremde Person, die du gerettet hast, also zwei sinnlose Nebensätze, zurück zu ihrem Haus. Begleitet Juju nach Hause, hätte man einfach schreiben können. Nein. So, das Zuhause liegt auch auf dem Weg. Na, dann machen wir doch das. Nix zu plündern hier? Nee, wa? Nee, für mich doch nicht. Langweilig. Na dann. Sechs Leute bräuchte man für das hier. Dein Ding raucht übel. Naja. Ich frage mich, ob das auch kaputt geht, wenn man nichts entmacht dran. Sicher, der wird explodieren. Aber ich habe gesehen, wenn die explodiert sind, kann man immer noch mit denen interagieren. Echt? Mhm. Und die auch wieder reparieren? Das habe ich... Ich glaube ja. Wäre natürlich praktisch, wo wir noch keine Angst darum haben. Oh oh. Alter, das war so knapp. Weil du dich vorbeigedrängelt hast.
back and any little hair of the dog? Gin Tonic. Huch! Alter, was tust du? Übrigens, ich habe was anderes auch rausgefunden. Oh. Da ist gar was explodiert, Oma. Ja. Was dann? Was hast du denn rausgefunden? Warte. Ich habe rausgefunden. Nee, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Okay. Achso, wenn du mit einem Auto hängen bleibst, dann kannst du auch diese Funktion benutzen mit... Ja, mit dem Zurücksetzen, ja. Genau, dann wirst du mit Auto zurückgesetzt. Sehr praktisch. Nee, ich habe hier nichts. Ja. Von dir habe ich auch nichts gesehen. Nee, hier sind nebenan noch ein paar Dinge. Ach, ich liebe dieses Looten. No sight nor scent of Zeds. Fährst du wieder? Ja, so langsam. Ah, schon. Eine Straße. Ah, wir sind ja fast an der Stadt. Was I not supposed to do that? Strom, wo war Strom? Auf geht's. War ich richtig, ja. Hast du gelacht wegen dem Zaun? Nee, weil ich gegen dieses Vogelbecken gefahren bin. Achso. So ganz langsam. Puh, okay, jetzt raucht meine Karre auch. Ich habe mindestens ein Reparaturkit. Deine müssen wir auf jeden Fall reparieren. Und meine ist eigentlich zum Transportieren auch ziemlich nice. Ich glaube, ich habe auch ein Reparaturkit. Vielleicht sollte man in Zukunft auch mal vorsichtiger fahren. Also nicht ganz so viele Zombies mitnehmen. Aber es ist echt schwer, wenn hier wirklich so viele sind, ey. Ja, vor allem, es sind mindestens jetzt mehr, ja. Oh, ich krieg nicht mehr das Parken in dem. So. I'm home. Na dann, nimm mal deine ganzen komischen Dinger damit. Nimm du auch eins mit, wenn du... Nee, du hast ja gemeint, dass du weniger kriegst, wenn ich das abliefere. Sicher? Du, ich kann auch welche mitnehmen, aber... Oh, ich kann dir ja gleich sagen, wovon ich dann was hab. Ich kann ja benutzen Benzin so. Viermal. Ich vermute, es gibt aber auch Unterschiede, welches man abgibt. Wahrscheinlich. Also Materialien habe ich jetzt 5 gekriegt. Ja, ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich. Oder warte mal, das steht immer vorher ja da. Ich kann es ja einfach mal ausprobieren. Ich habe gerade 4 Benzin abgegeben. Hm, hab's gesehen. Aber es kann auch sein, dass das dieses Premium Pack war von der Quest. Dass es einfach mehr war, ach, weißt du? Ja, dann lass uns auf andere Art und Weise probieren. Munition abgeben würde jetzt 6 bringen. Ich schmeiß das Pack einfach jetzt mal weg. Hier hin und dann kannst du mir ja sagen, wie viel du... Okay, wo ist es? Gerade 6 ist eine hohe Zahl, wo es variieren könnte. Direkt davor. Wo steht das? Achso, da, wenn du drauf gehst. Ja. Drüber hältst du? Auch 6. Okay. Ich depende ja. Das waren auch nur 3 Lebensmittel bei mir. Okay, nee, dann schwankt das einfach vom Pack. Ja, ist wahrscheinlich. Hast du noch welche drin? Ja, 4. Lol. So, jetzt muss ich aber kurz gucken. Ah, nee, die Dings-Packs können auf jeden Fall abgegeben werden, die Baumaterialien. 5 Materialien, nice. Oh, no. No way am I catching this blood plague bullshit. Ja, ich bin auch sehr verseucht schon. Ich guck mal, ob ich gleich was schlucken muss. Kurz davor. Oh, na dann, auf jeden Fall. Also ein Attack und ich bin infiziert. Let's make some more storage space before we start losing stuff. So, ich soll mehr upgraden, aber ich muss mich zum Upgraden. Spezialisieren. Munition und Benzin, Lebensmittel und Medikamente und oder Materialien. Und das kostet aber Sachen, die ich nicht habe. Aber gut, bis auf Lebensmittel, was 16 sind, haben wir überall recht viel. Das ist ziemlich cool. So, habe ich das Blutseuchenzeug? Ach ja, die Dings haben wir auch schon auf Level 3. Die Dings? Die Werkstatt.
Ich glaube, da muss ich hin zum Heilen, nur mit den solchen Proben. Müsste drinne sein. Zum Krankenstation, ja. 6 Betten, ich kann es nochmal upgraden, krass. Für 3, naja. Lässt sich nicht vermeiden. Besser als wenn du komplett infiziert wärst. Ja. Ich glaube, mit dem Charakter kann ich durchaus noch eine Tour mitmachen, der ist gerade mal zur Hälfte erst erschöpft. Das würde sich sonst noch nicht lohnen. So viele Charakter habe ich ja nicht mehr. Ja, wie du meinst. Ich schaue gerade nur mal kurz hier in die Läden, ob irgendwas Cooles zum Upgraden gibt. Weil ich ja gerade wirklich viel Rohstoff habe. 16, 25, 25, 25, 22. Also wirklich von allem en masse. Das ist wirklich eine ganze Menge. Die Krankenstation grade ich mal ab. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Okay, das hat 10 Materialien gekostet. Aber die lohnt sich auf jeden Fall, weil jedes Update macht auch mehr Heilung im passiven Modus. Bereite dich auf den Zwang vor, schon wieder. Ach, krass. Ja. Hat und der noch von der Wissen über elektronische Geräte? Nee. Ja, wegen den Solarmodulen, ne? Das wäre ganz praktisch gewesen. Diese ganzen, also alle Level 3 Dinger brauchen irgendwie das Wissen von irgendwas. Auf geht's. So, ich bin am Hinterausgang ist der Wachturm. Da kommen so schon die Drecksviecher. Die sind vor allem alle vorgestürmt kommen. Huch, wo laufe ich denn lang? Na, viele sind es jetzt nicht, ja. Toll, jetzt gehe ich runter. Was macht denn mein Charakter? Wie die hinten fighten. Schießen. So, nach dem Kampf werde ich mal dann auch mal auswechseln müssen. Oh, ich habe einen Kreischer. Ich guck doch mal nach hinten. Ein Kreischer? Oh ja, hier sind viele drinne. Okay, ich komme mit, wa? Die alle den Wachturm hochrennen. Oh, das war ein Kreischer. Ist er tot? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah. Anscheinend noch nicht tot. Jetzt. Sehr gut. Hier ist noch einer drinne. Oh, in der Küche ist noch einer scheinbar. Du frisst nicht unsere Rohstoffe. Ziel erreicht. Ziel erreicht? Na, einfach die Mission, dass wir verteidigen müssen. Ach ja, mir fällt gerade ein, ich habe ja die Betten draußen. Wir müssen jetzt schon mehr als genug freie Betten haben. Dann kann ich nämlich drinnen die Betten weghauen und dafür könnten wir uns jetzt irgendwas bauen. Bevölkerung 5, Arbeitskraft ist keins verfügbar. Verfügbare Betten 5. Heißt das, wir haben 5 Betten zu viel? Ja, da wurde nicht mehr gefragt. Unterschlupf, 2 Betten. Achso, ja stimmt, doch, auf jeden Fall. Erst recht durch den Unterschlupf. Benutzt von 5. So ganz verstehe ich das nicht. Also wir können auch Toolkits herstellen, um Fahrzeug-Toolkits Fahrzeuge zu reparieren für 50 Schrauben. Könntest du die Dings mal machen, die Autos reparieren? Kann ich machen. Hast du ein Toolkit oder? So, den einen Medikamenten aus dem Posten gebe ich jetzt, glaube ich, ab. So, wo ist Strom? Ich guck mal auf der Karte. Das ist auf falsche Seite. Legende. Sieht man das? Der Legende. Outpost. Bei der rauchen wie bescheuert hier. Die Fahrzeuge. Ich sehe nicht dieses Symbol für einen Dings, den man einnehmen kann. Wo? Ein. Hier, ich suche Strom. Achso. Na, vielleicht kann man Strom auch nicht. Vielleicht muss man das herstellen. Nee, also. Mobilfunkmaß. Ich suche auch gleich mal.
Das, na gut, unten rechts ist noch einiges nicht erforscht, aber hier wird ja trotzdem vorher ja schon irgendwo Strom sein. Wo kamen wir eigentlich her? War das nicht oben rechts? Hat sich die Karte verändert? Weil das Lager hier, das haben wir ja, das ist ja unser zweites Lager. Nee, wir waren rechts gewesen von unserer Stadt. Ach da, das Ding. Da, okay, wo ich den Wegpunkt gesetzt rechts. Habe. Nein, nein. Da, ja. Na, Strom muss ja auch einen anderen... Das ist ja kein reines Ding, ne? Keine Lieferstelle oder so. Lass eine Clean. Ja, aber ich dachte, für Außenposten müsste man irgendwie was sehen. Wasser und Strom... Medikamente haben alle dieses Symbol, ja. Deswegen hätte ich jetzt irgendwie einen Blitz oder irgendwas für Strom erwartet. Ja, hätte ich auch gedacht. Vielleicht hier so ein Versorgungsschuppen, ich weiß es nicht. Dann den ich gerade markiert habe. Aber es ist ja nur eine permanente Schutzzone. Kostet 250. Ich glaube, die anderen Dinger waren deutlich teurer. So, neue Materialien wieder zurück. Wir müssen einfach überall durchklickern und gucken, ob hier irgendwo was drin ist. Wegen Stromversorgung. Schießen, trainieren, erhöht die Verteidigungsrate. Bin ich eigentlich in der Dings drin? Oh, ich bin hier hinten noch. Sollte man den Schutz der unserer Mauern gehen. Ich habe die beiden Dinger repariert, die beiden Fahrzeuge. Cool, danke. Ich gucke gerade, was ich uns bauen könnte. Ich habe jetzt drin das eine Bett abgerissen, weil ich draußen ja dieses fette Ding gebaut habe. Ja. Ups. Aber drinnen kann ich jetzt natürlich kein Beet machen. Aber ich könnte... Achso, weil ich auch keine Leute habe, deswegen... Ah ne, draußen Slot. Hydrokultur geht trotzdem. 3 Lebensmittel pro Tag. Wasser und Strom, okay. Strom haben wir nicht und Wissen über Versorgung auch nicht. Das heißt, ich könnte entweder ein Kampfstudio machen, kämpfen, trainieren. Plus 20 Gesundheit bringt das. Ja, lass uns mal das Kampfstudio machen. Ich habe auch, glaube ich, irgendwas bekommen, was womit man das Kampfstudio aufwerten konnte. Okay. Also ich habe wirklich das Gefühl, Strom kriegst du wirklich nur durch das Eigenherstellen. Das heißt, wir brauchen wie Leute, die Ahnung von Strom haben. Oder Wissen, Technik, wie auch immer ihr es nennen wollt. Genau, halt mit irgendwelchen Mods, ne? Guck gerade, ob ich hier irgendwie Bücher habe, weil da steht ja sowas auch manchmal drin. Tafel mit Milchschokolade. Achso, sind alles Luxusgegenstände. Rolle Toilettenpapier, brauchst du was? Doppellagig, Jumbo-Rolle. Seifenriegel für unterwegs. Frischer Seifenriegel. Sind alles Luxusgegenstände. Müsste ich auch mal verkaufen, das Zeug. Haben wir denn hier irgendwie was, wo wir sowas verkaufen können? Na, eine Enklave halt. Ja, ich meine ja, ob hier irgendwo eine in der Nähe ist. Gerade nichts auf dem Schirm. Ja, ist ja auch keine. Oben, sonst höchstens. Ich würde mal meinen Charakter wechseln. Oh. Ich denke, eine Aktion wollte ich noch durchhalten. Bevor sie mir einschläft. Dringend renovierungsbedürftig ab. Welche Quest ist denn bitte dringend renovierungsbedürftig? Na toll, das Vermächtnis, die kam gerade rein. Aber meine Charakterin, die muss pennen. Das wäre kacke, wenn ich jetzt eine Vermächtnis-Quest, aber die kommt wieder eigentlich. Potenziellen Außenposten. Ja, ich mach's jetzt einfach. Oder kriege ich das noch irgendwie weg, die Müdigkeit? Kannst du auch so einen Energy-Drink zu trinken. Aber ist das dann dauerhaft oder nur temporär? Ich glaube eher, wenn dann temporär. Ich weiß auch gar nicht, für maximale Stärke, starke Erhöhung der Ausdauerregeneration. Also ich weiß nicht, ob es das Maximum erhöht. Ah, hier, warte mal, ich habe Fähigkeitsbücher gefunden. Mechaniker, Computerbuch. Bringt einem Überlebenden Computerfähigkeit bei. Achso, du kannst Kaffee trinken, um Ermüdung zu... Entfernt für kurze Zeit eine Menge Ermüdung. Wenn du Kaffee trinken würdest. Ah, ich habe sogar eine Tasse Kaffee. Shot Espresso, Tasse Kaffee. Die Frage ist, ob das dauerhaft ist. Nein, kurze Zeit steht doch da.
Ja, aber ich meine, ob es dann doppelt so schlimm wiederkommt, wie es im wahren Leben ist, ja, wenn man dann nicht wieder Kaffee trinkt. Genau, das ist das Computerbuch, wollte ich mir gerade mal angucken. Wie benutzt man? Anapone hat geschrieben, eine Händlerin. Ey, ja, das ist ein guter Hinweis. Ich könnte doch einfach hier diese Händlerin herbeirufen. Na, wir können ja oben rechts eine Händlerin. Naja, aber es gibt doch auch die von diesem einen, Das kannst du auch machen. Kannst du versuchen. So, das ist doch hier. Hilferuf, Feiertage. Hilferuf. I need help. Hoch, das ist online. Das wollte ich eigentlich nicht. Vielleicht joint das jetzt jemand. Ah, ich kann es abbrechen, okay. Meine Güte. Pendants Pack. Prestigehändler rufen, genau. Wird die aktuelle Händlermission durch eine neue Händlermission ersetzt. We'd like to arrange a meeting with someone from your organization. Of course. We always have time to support our valued allies. So, ja, wir sind bei 30 Minuten, mein Liebbester. Ich weiß. Dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal eine kleine Pause. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis später. Ciao, ciao.